Was meinst du, denn wehleidig oder berechtigt? Nein, absolut berechtigt, weil es gibt irgendwie, und das, da kann ich ja nur auch an dich appellieren, weil du bist ja auch ein großer Medienvertreter, es gibt eine gewisse Ethik und eine Korrektheit, wie man im Interview und mit Art der Fragen mit denen, den du einladest, umgeht. Ja, und das habe ich dort komplett verloren, weil der Wolf wirklich macht auf seine Art, was er will. Und du meinst, das hat der ORF verloren in der Zeit im Bild 2, oder was meinst du da dort? Nein, was mich geärgert hat... Du meinst, der ORF hat das verloren, dieses Gefühl, oder? Na warte, ich komme gleich drauf. Der Wolf hat eine Art zu interviewen, ich kann dir ein Beispiel von meinem Fall sagen, ich wurde vor einem Jahr, glaube ich, war das eingeladen, von ihm oder vom ORF über den Österreich Grand Prix zu reden, wie Red Bull dann zurückkam und hin und her. Und bin natürlich gerne hingegangen, setze mich dorthin, sagt der Kurz, grüß Gott, normalerweise kann man ja so wie mit dir drei Worte vorher wechseln, aber das ist dort nicht notwendig. Dann setzt man sich dort hin, dann zählt das Ding auf 30 Sekunden herunter und dann sagt er zu mir, nehmen Sie die Kappe ab. Ja. Warum soll ich die Kappe abnehmen? Ich mag Glücksspiel nicht. Verstehe. Pass auf, genau so. Sag ich zu dem, ist das Ihr Ernst? Ja. Sage ich, dann warten Sie noch 25 Sekunden. Weil dann geht die Sendung los. Und sagen Sie mir das noch einmal. Dann werden Sie sich wundern. Ja. Und dann war es aus. Dann begann die Sendung. Aber ich habe das schon als unglaublich empfunden, dass der Herr Moderator, der Angestellte von meinem Rabitz, mir erklärt, 10 Sekunden bevor das losgeht, wie ich mich dort zu kleiden habe. Ja, ja. Oder Kappe abnehmen. Das ist nicht den, der hat mich eingeladen mit der Kappe. Ja, und er lädt mich ein. Er muss mich schon mit einem gewissen Respekt behandeln. Fragen kann er mich, was er will. Aber diese Art und Weise akzeptiere ich nicht. Und meine logische Konsequenz ist, die haben ja was von mir, wenn ich dorthin gehe. Ich brauche ja niemanden. Den Politikern kann ich nur raten, wenn der Wolf mit denen so umfuhrwerkt, dann würde ich mich zusammensetzen und sagen, wenn der Wolf mir anruft, sage ich, nein, mit den Deppen redet man nicht. Wir machen das anders. Wir kommen nur, wenn ein anderer dort sitzt.